Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Das wird das letzte Mal sein, dass ich dieses Intro bringe. Nicht etwa, weil ich nur meinen YouTube-Namen ändere, sondern weil sich hier sehr, sehr viel auf dem Kanal tun wird. Das, was ihr bisher von mir kanntet, dass ich Videos über das Thema Gesundheit und dann auch noch im späteren Verlauf Bewusstsein und Spiritualität gebracht habe, das wird es so, wie es war, nicht mehr geben. Und in diesem Video möchte ich dir vielleicht als treuer Abonnent und Zuschauer erklären, warum das der Fall ist und was in den letzten circa 6 bis 9 Monaten passiert ist. Ich werde nicht ins Detail gehen, sonst könnte ich hier ein 3-Stunden-Video machen. Ich werde aber dennoch erklären, was meine Beweggründe sind, warum ich das mache und vor allem, wie es weitergeht. Denn ich werde nicht von der Bildschirmfläche verschwinden, sondern ich werde nur etwas komplett ändern. Und das ist unter anderem natürlich hier mein Kanal. Ich werde auch an diesem Video nicht viel schneiden, weil ich einfach das Ganze so authentisch und ehrlich wie möglich rüberbringen möchte. Zunächst einmal, was wird sich wie verändern? Das ist mir ganz wichtig, dass ich das gleich am Anfang sage, weil für diejenigen, für die das nichts ist, die damit nichts anfangen können, die dürfen dann auch gerne abschalten und müssen sich nicht dieses elendlange Video anschauen. Es wird sich hier auf dem Kanal so etwas ändern, dass ich in Zukunft fast nur noch Livestreams mache. Das heißt, es werden Livestreams stattfinden, die aber im späteren Verlauf aufgezeichnet werden. Das heißt, nachdem der Stream vorbei ist, findet ihr das Video auf dem Kanal hier. Um was geht es in diesen Livestreams? Ich werde das gesamte Kanalkonzept verändern. Und zwar wird es jetzt nur noch um das Thema bewusstes und autarkes und freies Leben gehen. Das ist das Motto für diesen Kanal in Zukunft. Das heißt, ich werde euch mitnehmen, wie man ein autarkes, freies und vor allem bewusstes Leben aufbaut. Das heißt, ich habe hier ein riesen Projekt mitten im Wald. Und das ist nicht nur ein Projekt, sondern das ist für mich persönlich meine Lebensaufgabe. Und diese Lebensaufgabe, die nehme ich jetzt an und möchte euch dabei haben. Das heißt, es wird darum gehen, wie schaffe ich es, genug Energie zu erzeugen, um ein ganzes Haus zu bewirtschaften mit Strom. Es wird darum gehen, wie schaffe ich es, Wasser nachhaltig zu filtern und dieses Wasser in einem Wasserkreislauf so aufzuarbeiten, damit man gesund mit diesem Wasser leben kann. Sowohl, wenn man das Wasser trinkt, als auch, wenn man sich wäscht, wenn man duscht, etc. Es wird aber auch darum gehen, was man alles in der Selbstversorgung machen kann. Das wird ein ganz, ganz großer Aspekt. Das heißt, Selbstversorgung auf wirklich nicht viel Raum und Platz. Das heißt jetzt nicht, dass ich etwas zeige in einem Zimmer und stopfe das Zimmer mit Regalen voll und habe da dann meine Sprösslinge und versuche dadurch mit Mikrogemüse euch das näher zu bringen. Nein, es wird angebaut, es wird viel in Hochbeeten angebaut, es wird aber auch in Gewächshäusern angebaut, es wird auch ganz normal auf der Fläche, sage ich mal, auf dem Boden angebaut, all solche Dinge. Es soll um die Selbstversorgung gehen. Natürlich spielt da dann auch wieder bei mir das Mikrogemüse und die Sprossen eine Rolle, aber das wird definitiv nicht das Hauptthema sein. Es soll wirklich darum gehen, dass wenn du zum Beispiel einen Garten hast oder generell eine Fläche, die du bewirtschaften kannst, dass du hier sehr viel für dich mitnehmen kannst. Außer du bist natürlich einiger derer, die sowieso schon Profi sind, wie das ja in vielen Bereichen oft der Fall ist, sodass du bei mir nichts mehr lernen kannst. Aber dann wird das Thema zumindest für dich auch nicht sein. Zudem geht es um das bewusste Leben. Bewusst heißt für mich, mit wachem Geist
das Leben zu bestreiten. Und nicht nur das Leben, so wie es vielleicht alle anderen Menschen so kennen, sondern ein Leben, in dem man wirklich an allen Ecken und Enden versucht, Bewusstsein reinzubringen. Das heißt, sowohl im Bereich Schule, im Bereich Leben, Gesundheit, dann einmal der Bereich, wenn es um Bewusstsein geht, Spiritualität. Das heißt, es wird auch immer wieder Meditationsrunden geben. Es wird Yoga-Runden geben. Es wird Entspannungsübungen geben, die natürlich an die Meditation wiederum angelehnt sind. Das heißt, es wird nicht nur etwas sein, was ich dann erzähle in einem Monolog oder im Austausch mit euch im Livestream, sondern es wird auch weiterhin Videos geben. Gerade in dem Bereich Bewusstsein werde ich weiterhin Videos machen, aber diese Videos, da kann ich noch überhaupt noch nicht sagen, wann die kommen, wie häufig die kommen. Es soll einfach nur heißen, es kommen Videos, vielleicht eins die Woche, vielleicht zwei die Woche, aber ansonsten möchte ich Livestreams machen. Und ein freies Leben möchte ich auch noch kurz was dazu sagen, was dazu gehört. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, leben wir zwar augenscheinlich mit einem freien Willen und haben daher die Möglichkeit, sehr viel für uns selbst in Eigenverantwortung zu entscheiden. Es gibt aber Dinge, die ja, wir nicht in der Hand haben. Zumindest nicht, wenn wir uns nicht darüber informieren. Das heißt, wir haben einen Regierungsapparat, einen Staat, der uns sehr viel vorgibt, der uns oft nicht nur etwas vorgibt, sondern uns auch in bestimmte Richtungen drängt, fast schon zwingt. Und hier gibt es Möglichkeiten, wie man sich aus diesem Zwang nach und nach befreien kann. Das ist etwas, was ich euch auch nahebringen möchte, auch wenn ich selbst hierbei erst am Anfang stehe. Aber ich finde das immer das Schöne, wenn man zusammen mit anderen Menschen an einer Aufgabe, an einer Tätigkeit und natürlich an dem Wissen wachsen kann, damit man das gemeinsam aufbaut. Das alles, was ich hier auf dem Kanal in Zukunft machen möchte, ist auf jeden Fall auf einem gemeinsamen Willen aufgebaut. Das heißt, ich möchte versuchen, nach wie vor viele Menschen mitzunehmen. Mitzunehmen in die Eigenverantwortung, mitzunehmen, mal sich wirklich über das ein oder andere bewusst zu werden und eventuell in seinem Leben etwas zu ändern. Es gibt keine Hilfestellung mehr in dem Sinne im Bereich der Gesundheit. Das heißt, die ganzen Livestreams, die es davor gab, wo ich immer wieder Fragen beantwortet habe, wo dann natürlich auch sehr, sehr viel an Inhalt zusammenkam, das wird es so als Livestream-Variante nicht mehr geben. Ich werde sicherlich weitermachen im Bereich der neuen Medizin und werde hier immer wieder Videos dazu bringen. Das heißt, wie vorhin schon beim Thema Bewusstsein gesagt, das Videothema wird nicht verschwinden, es wird nur deutlich, deutlich, deutlich weniger. Jetzt noch mal ganz kurz etwas zu dem Thema Livestreaming. Ich habe vor, das Ganze erst einmal hier auf YouTube weiterzumachen. Ich weiß aber, dass mein Kanal seit sicherlich mindestens zwei, wenn nicht sogar seit drei oder seit dreieinhalb Jahren auf einer unsichtbaren Blackliste steht. Das heißt, es werden nicht alle Videos vorgeschlagen. Es gibt Probleme, selbst wenn mich jemand abonniert hat und die Glocke aktiviert hat, dass er eine Benachrichtigung bekommt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe und so weiter und so fort. Das Ziel ist es natürlich, dass meine Inhalte nicht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es gab in den letzten Monaten immer wieder Videos von mir, die eben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist aber nur passiert, weil es eben sehr tolle Menschen da draußen gibt, die das immer und immer wieder teilen. Und dann natürlich auch größere, entweder Telegram-Kanäle oder YouTube-Kanäle, darauf aufmerksam gemacht werden
und dann wiederum das Ganze weiter mit noch mehr Reichweite geteilt wird. Aber hätte ich das nicht, dann hätte ich nach wie vor immer noch Videos, die bei 2, 3, 4 oder 5.000 Aufrufen stehen bleiben. Und das, obwohl ich mittlerweile fast 83.000 Abonnenten habe. Und jemand, der weiß, wie normalerweise die Aufrufzahlen bei so einer Abonnentenzahl sind, der weiß auch, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Ich kann mit reinem Gewissen sagen, ich habe noch nie in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Abonnenten gekauft oder habe irgendwelche Aufrufe gekauft. Das ist alles bei mir organisch gewachsen und es hat sich einfach nach und nach eingestellt, dass entweder natürlich einige das Interesse verloren haben, aber dadurch, dass das bei mir von Anfang an genau so war, denke ich mal nicht, dass es die Zuschauerschaft ist, die immer weiter abnimmt, weil ich sehe ja auch, dass es immer wieder Videos gibt, die eben für viele interessant sind, dass diese auch sehr, sehr oft geklickt werden. Das heißt, ich bin da auf einer Blacklist, bin in einem Shadowbanning drin, wo ich nicht mehr rauskomme. Und ich möchte dennoch das Ganze hier auf YouTube im Sinne des Livestreamings probieren. Warum? Ich habe in den letzten 4 Jahren Blut, Schweiß und Tränen und sehr, sehr viel Zeit in diesen YouTube-Kanal investiert. Und es gab in den letzten 2,5, 3 Jahren für mich keinen einzigen Tag, an dem ich nicht für YouTube etwas gemacht habe. Das heißt auch gleichzeitig, ich hatte das letzte Mal vor circa 3 Jahren wirklich Urlaub. Und das ist alles für mich kein Problem. Ich mache das unfassbar gerne. Ich brauche auch diese Arbeit und diesen Druck, den ich mir selber mache, weil das mir wirklich gut tut. Was mir aber nicht gut tut, und dazu kommen wir gleich, sind die Konsequenzen oder Auswirkungen, die mit einhergehen, die ich jetzt in den letzten 6 bis 9 Monaten alle gesammelt habe und für mich entschieden habe, dass mir das so keinen Spaß mehr macht. Und das sind viele, viele Punkte. Vielleicht sind es auch keine Konsequenzen. Eine Sache ist definitiv eine Konsequenz, aber die anderen Sachen sind einfach Dinge, die möchte ich in Zukunft für mich und mein Leben so einfach nicht mehr haben. Nochmal kurz zurück. Ich werde das am Anfang auf YouTube machen. Wenn ich merke, nach circa 4 bis 6 Wochen, dass das einfach nicht funktioniert, weil letztendlich wieder kaum einer eine Benachrichtigung bekommt oder natürlich die Lust gar nicht da ist, bei diesem Themenbereich in Zukunft dabei zu sein, dann werde ich das Ganze verlagern auf Twitch. Das ist eine ebenso Streaming-Plattform und Videoplattform, die mittlerweile immer größer wird und es ist auch eine andere Zuschauerschaft dort. Das heißt, die Menschen sind dort sehr, sehr tolerant, würde ich es jetzt mal sagen, sind auch sehr neugierig und interessiert an neuen Inhalten. Natürlich gibt es dort auch Menschen, die vielleicht mehr dazu geneigt sind, mal den einen oder anderen zu beleidigen oder eben so ein bisschen zu veräppeln. Das ist mir auch bewusst, denn nicht alles, was glänzt, ist auch Gold. Aber ich habe in den letzten 2, 3 Jahren dieses Portal intensiv verfolgt und habe für mich festgestellt, dass die Menschen dort einfach, die dort nach Inhalten suchen, ein bisschen anders drauf sind, um das einfach mal so auszudrücken. Und das ist eben auch mit ein Punkt, zu dem ich jetzt komme, der mir einfach ja immer wieder ein bisschen aufstößt. Es gibt sehr, sehr viel Feedback von euch. Und das ist auch wunderbar, weil genau das will ich auch. Das sage ich ja auch immer wieder am Ende jedes Videos. Was aber für mich nach wie vor einfach nicht in Ordnung ist, ist maßlos überzogene Beleidigungen und ja, Aussagen, die mit dem Videoinhalt überhaupt gar nichts zu tun haben. Und je größer man wird, desto mehr wird das. Und
Glaubt mir, ich mache das Ganze jetzt seit über 4 Jahren und ich habe mich damit abgefunden. Das ist für mich auch vollkommen fein, wenn irgendwelche Beleidigungen kommen, wenn irgendwas über mein Aussehen kommt. Das geht mir wirklich sonst wo vorbei. Was aber mein Problem ist, ist, dass wenn ich neue Themeninhalte bringe, dass wenn ich etwas erkläre, bei dem ich mir wirklich sehr viel Mühe gebe, damit es jeder versteht, der fast oder gar keine Kenntnis hat über das jeweilige Thema, es trotzdem verstehen könnte, wenn er aufmerksam zuhört. Und wenn es dann einfach Menschen sind, bei denen man sofort merkt, an dem, was sie schreiben, dass ein Bewusstsein dafür überhaupt nicht vorhanden ist, dass sie auch gar kein Interesse haben, in irgendeiner Art und Weise etwas beizusteuern oder zumindest einfach die Finger von der Tastatur zu lassen, weil sie sonst nur einen Kommentar schreiben, der zu dem ganzen Videoinhalt nichts beiträgt. Und darum geht es mir. Kritik an sich ist wunderbar, aber dann bitte äußere Kritik und nicht in dem Sinne, dass du anfängst zu beleidigen, dass du anfängst, irgendetwas an meinem Aussehen zu kritisieren. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Videoinhalt zu tun hat. Ich möchte konstruktive Kritik und möchte nicht einfach immer und immer wieder das Gleiche lesen. Und das ist aufgekommen, vor allem im Bereich der neuen Medizin. Das hat mich aber nicht gestört, weil sonst hätte ich ja mit diesem Thema aufgehört. Was mich da einfach stört, um es nochmal zu erklären, die Menschen denken immer nur in eine Richtung. Das, was sie mal vor 10, 15 Jahren gehört haben oder was sie vielleicht in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium gelernt haben, das ist Gesetz. Und jeder, der es wagt, links und rechts vorbeizugehen und andere Lösungen zu finden, die, wenn jeder mal sich selbst überprüft und jeder mal entsprechend untersucht, bewusst untersucht, ob es ihn so schon mal betroffen hat, mit entsprechenden Konfliktinhalten, dann sollte man doch einfach sagen, ja, da ist auf jeden Fall was dran und darüber lässt sich reden. Damit ist doch alles gut. Aber einfach zu sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles falsch, das ist einfach nur Scharlatanerie, nein. Nur weil du das Bewusstsein dafür nicht hast, weil du keine anderen Möglichkeiten und Lösungen zulässt, hat das doch nichts damit zu tun, dass das Quatsch ist. Das, was du in deinem Kopf hast, ist doch Quatsch, weil du einfach nicht offen und ehrlich zu dir selbst bist. Das mal dazu. Und das ist eben ein Punkt, der mich wirklich stört. Und das sage ich wirklich ganz ehrlich heraus. Weil ich könnte auch einfach sagen, nee, ist alles top, ich bin so hart wie eine Mauer und das interessiert mich alles nicht. Wie gesagt, die Kritik mit Beleidigung und Pipapo, das ist alles in Ordnung für mich, weil das schluckt man irgendwann und das liest man vor allem irgendwann auch gar nicht mehr. Mir geht es nur darum, dass auch die Themeninhalte angenommen werden. Und wenn sie nicht angenommen werden, ich zwinge ja niemanden dazu, meine Meinung oder das, was ich erkläre, auch für sich anzuwenden und anzunehmen. Aber dann lass doch die Finger von der Tastatur und schreib nicht irgendeinen Quatsch dazu. Das heißt, das ist so der erste Punkt. Dann kommen wir zu einem viel, viel, viel größeren Punkt. Ich habe in den letzten 6 bis 9 Monaten sehr, sehr viel erlebt hinter der Kamera. Sehr viel durchmachen müssen, sehr viel kämpfen und schlucken müssen. Und das liegt unter anderem daran, was ich für Videos mache auf YouTube. Dass ich Dinge erkläre, erzähle, die offensichtlich sehr viel Wahrheitsgehalt haben müssen. Denn sonst würde es nicht so sein, dass Institutionen, so nenne ich es jetzt mal als Überbegriff, auf mich aufmerksam werden und mir fast schon drohen, entsprechende Konsequenzen auf mich zu verhängen. Ihr wisst alle hoffentlich, was damit und wer damit gemeint ist. Und vielleicht kann sich auch der eine oder andere ausmalen, was das für Konsequenzen sind. Und ihr wisst alle, es gibt immer wieder Menschen, die sehr viel Wahrheit publizieren, die alles dafür tun, damit diese Wahrheit ans Licht kommt.
Bloß diese Menschen sind oft irgendwann einfach verschwunden. Und es ist nicht die Angst, dass ich irgendwann verschwinde. Es geht mir darum, dass dieser Druck, der auf einen erzeugt wird, der wird irgendwann so groß, dass man es nicht mehr aushält. Und an diesem Punkt bin ich nicht. Aber ich möchte an diesen Punkt gar nicht erst kommen. Und das ist das, was viele Menschen in ihrem Leben so leider nicht machen. Sie merken, dass den Weg, den sie gehen, der geht irgendwann nicht mehr weiter. Und sie gehen ihn trotzdem weiter, obwohl sie wissen, dass das Ganze kein gutes Ende für sie nimmt. Und ich weiß das und möchte das ändern. Und deswegen werde ich diesen Videoinhalt bzw. den kompletten Kanal verändern. Weil einfach die Konsequenz so riesig wäre, dass es sich für mich in keinster Weise lohnen würde, hier an dieser Stelle weiterzumachen. Der nächste Punkt ist, dass es mir selbst auch fast keinen Spaß mehr macht. Nicht, dass ich jeden Tag ein Video mache. Sonst könnte ich einfach mal sagen, ich mache mal eine Woche, ich mache mal zwei Wochen Pause. Das, die Arbeit an sich, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Sonst hätte ich das nicht so vehement über die letzten vor allem 2 Jahre durchgezogen. Ich habe mir letztens erst angeschaut, wie viele Videos ich vom 11.05.2020 bis zum 11.05.2021 inklusive Livestreams gemacht habe. Das waren 401 Video. Und wenn jemand keinen Spaß bei etwas hat, dann macht er keine 401 Video. Mir geht es darum, dass mir diese Themeninhalte keinen Spaß mehr bereiten. Das liegt natürlich unter anderem auch an der Reaktion von denen, die sehr viele Themenbereiche für sich kategorisch ausschließen und sich sagen, naja, also damit kann ich nichts anfangen, weil das, was du da erzählst, ist sowieso Quatsch. Das beeinflusst mich als Ersteller dieser Videos natürlich immens, gar keine Frage. Aber es ist vor allem auch meine Veränderung, die ich in den letzten 4 Jahren durchgemacht habe. Ich kann euch ganz offen und ehrlich sagen, wie ich dazu denke. Ich habe für mich in meinem Kreis das Thema Gesundheit durchgespielt. Dieses Spiel Gesundheit, ich bin da durch. Und das, was ich immer wissen wollte, das weiß ich jetzt. Und das habe ich auch, wenn man meine Videos, wo wir mittlerweile bei fast 1100 Videos sind, sich anschaut, dann wird man diesen Prozess sehen und man wird an diesem Prozess mitlernen können. Für mich ist das Thema Gesundheit durch. Ich habe aber dennoch natürlich Interesse, weiter zu vermitteln, weil das macht mir einfach Spaß. Deswegen wird es dazu ja auch weiterhin Videos geben. Es wird aber nicht mehr so sein, wie es einmal war. Das heißt, auch die anderen Themen, die sind mir einfach mehr ans Herz gewachsen und ich möchte da in diesem Bereich weitermachen, weil ich mich in diesem Bereich auch weiterentwickelt habe. Menschen verändern sich, Menschen entwickeln sich und das ist auch gut so. Denn ich hatte in einem Video mal erklärt, bleib so wie du bist und das ist gut so. Das ist für mich eine Beleidigung, denn ich möchte nicht so sein, wie ich vor einem Jahr, vor 2 Jahren oder gar vor 10 Jahren war. Ich möchte mich in meiner Persönlichkeit, in meinem Sein weiterentwickeln. Und wenn ich mich weiterentwickeln möchte, dann muss ich mich auch in meinem Drumherum weiterentwickeln. Das heißt auch gleichzeitig, dass ich meine Themen verändere und dass ich auch mal ein komplettes Kanalkonzept verändere. Das heißt, ich möchte da in Zukunft, so wie ich es vorhin erklärt habe, weitermachen. Und für all diejenigen, die vielleicht in den Kommentaren nachfragen, was ich denn meinte mit den Konsequenzen und was denn da alles auf mich zugekommen ist. Ich werde dazu in der Öffentlichkeit definitiv nichts sagen, denn ich möchte hier auch nicht für Aufruhr sorgen. Ich möchte nicht, dass noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommt. Klar,
ich habe ja schon was dazu jetzt gerade gesagt, aber vielleicht weiß nur jeder 20., was ich ganz genau damit meine, weil er sich es vielleicht richtig überlegt, aber dadurch, dass ich ja nichts bestätige, wird es da auch keine Wahrheit in dem Sinne geben. Es ist einfach sehr viel um mich herum passiert und mein Leben hat sich auch in den letzten 6 bis 9 Monaten sehr, sehr stark verändert. Und so werde auch ich in Zukunft mich als veränderten Menschen in meinen Livestreams zeigen. Und ich freue mich natürlich, wenn du dann auch in Zukunft dabei bleibst. Denn für mich ist das natürlich eine riesengroße Entscheidung. Ich habe 4 Jahre lang diesen YouTube-Kanal mit Videos gefüllt und das war ein sehr, 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 sehr großer Teil meines Lebens. Und diesen Teil wird es so nicht mehr geben. Und vielleicht auch nicht mehr lange auf YouTube, wenn ich merke, dass es einfach nichts bringt. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal eine Woche eine Pause machen. Werde auch nochmal nach diesem Video hier reflektieren. Ganz einfach, weil ich mir nicht ausschließen möchte, dass ich das irgendwann mal wieder so mache, aber natürlich nicht so wie jetzt bisher, weil sonst würde ich mir ja selber in die Tasche lügen. Aber dieses Video machen, dieses Recherchieren, Videoinhalte sich ausdenken, das macht mir nach wie vor Spaß. Bloß es ist einfach nicht der Inhalt mit den entsprechenden Themen, der mir aktuell Spaß macht. Wie es dann aussieht mit den Livestreams, wann die stattfinden, es wird täglich Livestreams geben, außer ich bin in irgendeiner Art und Weise verhindert. Ansonsten wird es täglich Livestreams geben, in denen wir zusammen ein bewusstes, freies und autarkes Leben aufbauen. Wenn du mitmachen möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen. Wie gesagt, nach dieser Woche Pause, weil es ist für mich tatsächlich eine Auszeit. Ich habe vorgestern dazu ein Video gemacht, dass einfach Dinge, die man nicht gerne macht oder die einen stören, die sollte man abstellen. Weil wenn man etwas zu 100% mit Spaß macht und immer wieder verändert, sodass es einem auch immer wieder Spaß macht, dann braucht man keine Auszeit, man braucht keine Pausen und keinen Urlaub. Und das ist so. Weil ich bräuchte aktuell gefühlt erstmal ein halbes Jahr Urlaub, weil ich die letzten 3 bis 4 Monate einfach sehr, sehr viel mit mir selbst gehadert habe, wie und ob ich das weitermache. Den Gedanken, das zu verändern, den gibt es jetzt seit circa 8 bis 9 Wochen. Und seit 8, 9 Wochen wollte ich genau dieses Video hier machen. Bloß, es war einfach für mich noch nicht reif genug in meinem Kopf, dieses Video zu machen. Und dementsprechend habe ich mich tatsächlich von Tag zu Tag gequält, um einfach ein anderes Video zu machen. Und natürlich euch auch wiederum die ein oder andere Sache zu erklären, aufzuzeigen, Wissen zu vermitteln. Jetzt würde es mich freuen, wenn du mir einfach mal in der Kommentarsektion erzählst oder erklärst, wie du das findest. Wirst du da in Zukunft dabei bleiben? Oder sagst du nein, dich hat eh nur immer das und das und das Video interessiert, der Rest war sowieso nichts für mich. Lass es mich einfach wissen, was du dazu zu sagen hast, was du vielleicht auch für Ideen, Vorschläge hast, weil es liegt ja zum Schluss an mir, ob ich diese umsetze oder nicht. Lass es mich wissen, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einfach was zu sagen hast und das mir kommentierst in der Kommentarsektion unter dem Video. Ansonsten kann ich heute nichts anderes mehr sagen, außer wir sehen uns wieder in aller spätestens einer Woche und ich bin selbst gespannt, wie es in Zukunft für mich und auch für euch als Zuschauer auf meinem Kanal weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.